Hallo miteinander. Mir ist aufgefallen, dass ich schon länger kein Video mehr der Reihe Meta aufgenommen habe, bei dem ich einfach mal über so ein Thema allgemein so ein bisschen quatsche, so. Und ich habe gedacht, das machen wir jetzt einfach mal wieder und habe auch ein Thema mitgebracht, beziehungsweise mir ausgedacht. Das Thema allgemein geht mehr so darum, dass man nicht zu gut in einem Spiel werden sollte oder nicht zu viel üben sollte und schon gar nicht mit irgendwelchen digitalen Plattformen, so Steam oder Tabletop Simulator, weil man dann eventuell andere abhängt und das keiner mehr mit einem spielen möchte, ja, so allgemein. Aber bevor ich jetzt einsteige, also die Herleitung, wie da drauf kommen, ne? Also wenn ich so überlege, wie lange ich das Hobby jetzt schon so betreibe, dann fällt mir schwer zu sagen, wann, weil ich habe in den 80ern gespielt, dann längere Pause, dann kam Siedler, dann hat man wieder länger gespielt, dann Pause. Aber ich würde so sagen, seit den 2000ern anfangen durchgehend eigentlich das Hobby betrieben, also locker über 20 Jahre und viele hunderte Spiele und selber auch im Besitz und so. Und im Lauf dieser Jahre und seit ich auch so öffentliche Brettspieltreffs und so besuche oder halt da eine relativ feste Gruppe habe, da habe ich was gelernt, was schon ein bisschen, was einen schon ein bisschen schmerzt vielleicht, ne? Weil wenn du ein Spiel, bestimmtes Spiel sehr magst und es gern öfter spielen willst, dann darfst du eigentlich nicht zu gut drin werden, ja? Indem du es dann noch auf Apps und Steam und Boardgame Arena oder sonst was spielst. Und wieso das so ist, ich habe ein paar so Notizen hier gemacht. Also ich kenn so ein paar Leute, die würden, nehmen wir mal das Spiel Scythe, ja. Also ich mag Scythe jetzt nicht so besonders, warum, das ist jetzt gar nicht so wichtig, aber ich habe das jetzt zu oft auch nicht gespielt, weil ich es nicht so mag. Aber ich kenne halt Leute, die spielen das bis zum Erbrechen, die haben das schon 25 Mal gespielt, aber es gibt ja wohl auch eine App-Fassung und die spielen das dann halt auch alleine und noch und nöcher. Oder ein ganz anderes Beispiel auch, Through the Ages gibt es ja auch diese App auf dem iPad oder sonst was oder halt Ding. Und das ist halt, man hat es, nehmen wir mal an, man spielt einen Anfang, man entdeckt ein Spiel zusammen, man spielt es am Anfang echt gerne, also Vierergruppe, und dann tut einer dieser Gruppe, geht dann nach Hause und fand das so toll, der kauft sich das selber oder noch schlimmer, der kauft sich das dann auf Steam oder App und spielt es die ganze Zeit gegen die KI oder gegen andere im Netz und so und wird dann außerordentlich gut darin. Ja, also der lernt dann irgendwelche Strategien kennen und sonst was. Und wenn er dann mal wieder mit der Person sich zusammensetzt und dann kommt die Gruppe zusammen, möchte das mal wieder spielen, er hat aber einen Wissensvorsprung von 10 Spielen unterm Gürtel oder so, und dann bringt das die ganze Gruppe praktisch auch aus dem Konzept, ne? Und das kann dafür sorgen, dass ein bestimmtes Spiel dann im Prinzip aus der Gruppe ausgesperrt werden muss, weil der zieht einen so ab, man hat da gar keine Chance mehr gegen so jemanden zu spielen, dass das Spiel im Prinzip dann unspielbar wird mit der Person. Und die Person, die jetzt meint, die hat es dann später auch mit anderen Spielen nochmal genauso gemacht und es macht dann halt einfach keinen Fun mehr, ne? Wenn er sagt, oh, komm zu mir, ich spiele mal das Spiel, und du weißt dann, nee, ich werde den ganzen Abend gar keinen Stich machen und ich werde auch gar keinen Spaß haben, weil die Person macht schon auswendig ihre Züge im Kopf und hat da so nicht eine Strategie zurechtgelegt. Und wir sind bloß da zum so mal, ja, mal wieder ein bisschen reinkommen und so. Das macht halt keinen Fun. Und wenn man besser wird in einem Spiel als andere in einer wechselnden Spielgruppe oder vielleicht in der gleichen Spielgruppe sogar, dann hat es Konsequenzen, sage ich. Und die Spielgruppe will vielleicht das Spiel mit dir dann gar nicht mehr spielen. Das muss einem bewusst sein. Und das ist auch so, wenn du dann sagst, ich bräuchte eine Regelauffrischung und du kommst da rein und dann sagen die Leute dir, ja, kein Problem, ich erkläre das dir nochmal. Du merkst dann schon in der Regelerklärung, dass die Leute da im Prinzip gar keinen Bock mehr drauf haben oder das nicht mehr so genau wissen, wie man das Spiel eigentlich erklärt, weil sie kennen es ja in- und auswendig. Und dann wird da halt so viel vorausgesetzt. Ja, du hast ja schon mal gespielt vor 3 Jahren. Aha, also weißt ja noch, wie das geht hier. Da kriegst du dann 3 Erz und zwei Krieger und dann steigst du nächste Stufe aus und weißt ja, wie es läuft. Und dann sitzt du da so und denkst, aha, ja, okay, ich glaube, ich habe es kapiert. Und dann machen die halt ihre Züge, tok, 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 und du kommst dann dran und denkst, Moment mal, was mache ich jetzt? Und ah, das darfst du nicht machen, das ist kein guter Zug, weil dann bist du gleich abgehängt. Und dann sitzt du da und denkst, fühlst dich wie so ein Newbie praktisch. Ich kann mich, das ist schon sehr lange her, ich kann mich mal an Dominion erinnern, ja, als das Spiel neu war. Hab das mir gekauft, fand das toll, der Mechanismus, spielt man so ein paar Mal und dann ist wieder gut.
Und dann gehen halt so die Jahre ins Land und dann öffentlicher Spieletreff, sagt halt einer, ja, komm, ihr habt Dominion dabei. Und sagt, ach, okay, cool, schon lange nicht mehr gespielt, komm, Dominion, was, kann ja nicht so schwer sein. Dann sitzt du da halt, Dominion ist ja easy, ne? Jeder hat dann seinen Einkaufsdeck und macht seinen Deck dadurch und dann geht es da bloß noch so drei Leute, die das erfahren, spielen und du. Und dann wird halt Karten gezogen und gekauft und ausgespielt und du bist da noch gerade und guckst, ah, das sind die Goldmünzen und was ist da hier, aha, ein Keller und dann läuft das Spiel die ganze Zeit so durch und die spielen praktisch so mit sich selber und rattern das so auswendig runter und du hast da überhaupt gar keinen Spaß dabei, zum Beispiel. Ja, und die kennen auch die ganzen Sets, wie man die am besten mischt zusammen und was da für ein cooles Feeling dabei rauskommt, aber wenn du jemand so bist wie ich oder halt meine Spielegruppe, ich habe echt viele Spiele, aber die meisten dieser Spiele habe ich nicht mehr als zweimal gespielt. Aber ist nicht schlimm, also die kommen dann schon irgendwann mal wieder auf den Tisch. Aber ich bin jetzt halt nicht jemand, der das Spiel kauft und dann wird das 44 Mal durchgezockt oder sowas die ganze Zeit. Und das gilt bei mir so, gerade für diese Spiele, die ich jetzt nicht so mega geil finde, dass ich es nicht besonders oft spiele. Und ich komme dann echt in die Verlegenheit, mal das zu spielen. Nehmen wir mal Terraforming Mars, ja. Schon fünfmal gespielt oder so. Schon okay, ich weiß, wie es geht. Aber Leute, die das halt 100 Mal gespielt haben, macht das keinen Fun mehr. Scythe genau das gleiche. Through the Ages. Dominion hatte ich gerade genannt. Und das ist halt. Du hast da so einen Wettbewerbsvorteil, wenn du natürlich einer bist, der das ständig übt, aber was ich eigentlich sagen will, im Umkehrschluss sorgt es das dafür, dass das mit dir keiner mehr spielen will. Und du hast ein Spiel ganz arg lieb und möchtest das oft spielen. Und sobald sich rumgesprochen hat oder die Leute die Erfahrung gemacht haben, boah, mit dem kannst du es nicht mehr spielen, dann ist das raus, ja. Deswegen musst du eigentlich absichtlich, künstlich, sagen wir mal, dein Level bei dem Spiel unten halten. So blöd das klingt, das ist jetzt mal das, was ich für mich so beschlossen habe und würde mich interessieren, wie ihr das seht. Und das ist halt, ich meine, ich hab ja mal ein Video aufgenommen, wo ich erklärt habe, wie man Spiele gut erklärt und so, ist schon ein Weilchen her. Ich halte mich wahrscheinlich an die wenigsten Dinge selber noch nach all den Jahren, aber da war auch ein Teil drin, dass wenn du ein Spiel hast, das du gut kennst und bringst es einer neuen Gruppe an Spielern bei, dann darfst du da nicht auf Sieg spielen. Also du, mit anderen Worten, spiel absichtlich schlecht, vielleicht übertrieben gesagt, damit die anderen auch eine Chance haben. Weil das ist halt, das gilt im Prinzip nicht nur beim Einlernen. Also wenn es dann immer, klar, wenn es immer wieder neue Leute sind, musst du halt das immer wieder machen. Aber nehmen wir mal an, das ist so eine Gruppe, die spielt es dann noch ein zweites, drittes Mal mit dir. Da kannst du trotzdem auch nicht anfangen und zu so sagen, so, jetzt kommen hier 20 Jahre Erfahrung in dem Spiel, was ratze ich da so rein. Und das ist auch so mit so Spielen wie Ruin von Arnak oder sowas. Ne? Ich habe das auch ein paar Mal gespielt, bestimmt. Aber ich könnte jetzt da nicht sagen, dass ich irgendeine super Strategie entwickelt habe. Und vor allem, ich finde es, wenn jemand mal eine super Strategie im Spiel erlernt hat und festgestellt hat, damit kommt man zu den meisten Siegpunkten und spielt es dann jedes Mal immer wieder gleich so, das finde ich unglaublich langweilig, denke ich dann immer. Das kann doch gar keinen Spaß machen. Und ich habe jetzt persönlich für mich jetzt auch gar nicht diese Ambition, das zu können, weil, wie gesagt, so ein Spiel kommt alle paar Wochen, Monate mal auf den Tisch, sodass man da immer wieder frisch drin ist, sodass ich da gar keine echten Strategien entwickeln kann und das auch gar nicht möchte. Aber es gibt halt Leute, die machen das. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich möchte ja weiterhin willige, persönliche Mitspieler haben, gegen die ich da auch spielen kann. Und sobald ein Spieler weiß, dass sie gegen mich verlieren würden, wenn wir anfangen zu spielen, macht es für die auch gar keinen Spaß. Und so andersrum geht es mir ja genauso. Und ich habe mir dann echt überlegt, was ist denn eigentlich für mich einer der befriedigendsten Teile eines Brettspiels? Und das ist die Entdeckung des Spiels, vielleicht so die und Entdeckung von Strategien für mich selbst und befriedigend herauszufinden, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Und ah, das kann man so machen, nächstes Mal mache ich es andersrum. Das ist dann toll. Das ist diese Phase, sage ich mal, nach dem Horror des Regellernens und des ersten Spielens, wo man immer beim ersten Mal spielen irgendwelche Fehler macht oder Dinge vergisst, weil die Anleitung scheiße ist oder auf der dritten Seite steht rechts unten noch, dass du da einen Erfahrungspunkt bekommst und dann vergisst du den die ganze Zeit. Aber wenn dem Tisch klar ist, dass das hier eine Lernsession ist, dann ist das ja okay und dann spielt man das nächste Mal besser. Nur wann ist denn das nächste Mal? Also hier, mein Tisch ist, wenn man ein Spiel neu gelernt hat und es war gut, dann sagt man, spielen wir mal wieder.
Aber bis das dann wieder passiert, weil bis dahin kommen ein Haufen neue Spiele rein, 3 Monate, dann muss man es wieder komplett neu lernen oder so. Ein paar Ausnahmen gibt es natürlich, ja. Aber ich denke dann immer, wenn man so ein Spiel dann online sich runterlädt oder das halt bei Steam oder so spielt gegen eine KI oder so und dann halt diese Strategien dann relativ schnell so selber rausfixt und das durchspielt, neu startet, durchspielt und wartet bis Abendessen gibt, spielt nochmal eine Runde Through the Ages, dann betrügt man sich ja im Prinzip selber, um diese Erfahrung des Spiels so mit anderen zu lernen und da besser zu werden. Und wenn man jetzt auch man liest bei Board Game Geek über Strategien, es gibt ja Leute, die lesen über Strategien bei dem Spiel nach und lesen sich das zu. Und ich denke dann immer, hätte ich diese Strategie dann irgendwo gelesen und sie dann umgesetzt, und das ist doch viel weniger befriedigend, wie wenn ich sowas selber rausfinde. Vor allem, weil du dir dann einen Wettbewerbsvorteil verschaffst zu anderen Leuten, die das nicht machen. Und ich denke immer, was bei so mittelschweren bis schweren Spielen, ja, geht es ja eigentlich in den ersten 3 bis 5 Spielen, behaupte ich jetzt mal, eigentlich immer nur darum, die Regeln richtig zu lernen und alle möglichen Ergebnisse mal so zu verinnerlichen, die da so passieren. Und wenn man dann das Spiel 5 bis 25 Mal gespielt hat, dann ist man wirklich am besten, da kennt man die Regeln, ist in der Lage, das alles erfolgreich zu entdecken oder so. Habe ich noch nie, ja, ich habe, glaube noch nie das Spiel 25 Mal gespielt. Ganz selten vielleicht, so dass du dann sagen könntest, noch 25 und 30 spielen, müsst ja theoretisch, behaupte jetzt mal, und deswegen verstehe ich auch nicht, wie man das machen kann, dann wird ja so ein Spiel zu so einem Automatismus. Man hat alles gesehen, alles gemacht, es ist ja dann nur noch langweilig. Und dann ist ja eigentlich am besten, ein Spiel mal zur Seite zu legen, ein Weilchen, ein paar Jahre vielleicht, und es dann irgendwann mal wieder neu zu entdecken, wenn alle Gewinnstrategien, die man mal so gelernt hat, wieder verschwunden sind aus dem Gedächtnis. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich ein Spiel viel zu oft spiele, dass es mir keinen Spaß mehr macht. Und vor vielen Jahren, Eclipse, erste Edition, weiß ich noch, als ich das Spiel für mich entdeckt habe, habe ich gedacht, boah, das ist ein geiles Spiel. Und ich wusste aber schon damals, so, jetzt habe ich es gespielt, jetzt muss es mal wieder ein Weilchen, wie so ein Wein, muss dann lagern und gut reifen und so. Hatte halt einen Kumpel, der hat gesagt, oh, auf den Tisch, das müssen wir wieder spielen, spielen, zack, zack, Eclipse, Eclipse, Eclipse. Und das macht mir dann keinen Spaß. Und es hat mir dann bis heute, so sage ich mal, den Spaß daran ein bisschen verleidet, sodass ich das immer so ein bisschen selten anfasse, obwohl ich es sehr mag. Ja? Dabei habe ich eigentlich noch nie gewonnen, überlege ich so. Ja. Aber das ist ein anderes Problem. Ne? Also, es ist ein fantastisches Spiel, das ich jedem empfehlen würde, aber es könnte ja einen ziemlich langweilen. Ja? Archipelago ist auch so ein Fall. Ich spiele das unheimlich gern und mache aber trotzdem Pausen zwischendrin. Und ich stelle auch fast eigentlich immer sicher, dass jedes Mal, wenn wir das spielen, dass einer am Tisch ist ein Neuling. Sodass es wieder neu entdeckt wird, für alle wieder frisch gelernt wird, auch nach der längeren Pause. Und für mich ist das dann auch immer wieder was Neues, mal was anderes zu probieren. Aber ich gewinne das Spiel eigentlich selten bis gar nicht. Ja? Das ist immer der Fluch von der erklärenden Person. Die muss ja immer so viel aufpassen, dass die anderen nicht Scheiße bauen oder was blöd machen oder vielleicht mal einen Zug beispielhaft machen, dass du selber nicht zum Gewinnen kommst. Aber das ist mir persönlich ja eigentlich immer relativ schnurz, ob ich gewinne. Ich will bloß ein Letzter werden. Ja. Aber ich denke immer, du hast ein Spiel, das magst du ganz arg und hast es irgendwann mal kaputt gespielt oder kurz vorm Kaputtspielen hast du aufgehört, legst es mal zur Seite und nach ein paar Jahren holst du es wieder raus, entdeckst das Spiel wieder neu und das ist dann wie wenn du einen alten besten Freund wieder triffst, den du lange nicht gesehen hast und dann voll guten Abend mit dem verbringst oder so. Aber dann ist es mal wieder gut, ne? Also, ich denke dann immer, wie gesagt, wenn man ein Spiel ja jemand beibringt, sollte man ja nicht sein Bestes geben, wenn man Leute in das Spiel einführt und den Gegnern auch eine Gewinnchance zu geben, um ein gutes Gesamterlebnis zu machen. Das Ziel muss sein, alle haben an dem Abend Spaß gehabt. Und das ist halt nicht der Fall, wenn da einer extrem geübt ist in den Spielen, das alles so runterrattert und die Züge schon so macht und auswendig gelernt und weiß, das gewinnt er auch. Ne? Ich spiele jetzt Spiele absichtlich nicht schlechter, wenn ich sie unterrichte. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich werde sicherlich Vorschläge machen und auf eklatante strategische Fehler von anderen hinweisen und so. Und dann passiert es, dass ich schlecht spiele, schon ganz automatisch, weil ich ja gar nicht die Konzentration aufbringen kann und dann auch noch betrunken bin oder so. Ne? Also, was ja eigentlich klar ist, das sollte ja jeder mittlerweile wissen, der in dem Hobby drin ist, viele Spiele sind ja echt am besten, wenn alle Spieler am Tisch ungefähr auf dem gleichen Niveau spielen.
Ich habe schon erlebt, dass manche Leute ein hammergeiles Spiel nicht mögen, weil sie bei dem Spiel unterdrückt worden sind, sage ich mal so. Ne? Die haben überhaupt gar keinen Stich machen können, weil Nachbar links und rechts hat sie einfach nur fertig gemacht. Nicht, weil sie es absichtlich gemacht haben, sondern einfach, weil die effiziente Superzüge gemacht haben und so bei Area Control oder sowas halt den Leuten das Land weggenommen haben. So, ne? Also deswegen halte ich mich bei Unterrichten von Spielen auch persönlich irgendwie ein bisschen zurück, weil ich möchte auch, dass die Leute, die möchten schon sehr, dass ich kompetente Züge mache und irgendwie so einen Scheißen absichtlichen. Deswegen versuche ich nicht irgendwelche seltsamen Züge zu machen, aber schon, dass die sehen, das funktioniert so und so und ah, so könnte man das machen. Und machen das dann irgendwann mal nach, so, das ist die Idee. Und wenn du absichtlich schlecht spielst, dann erschreckst du ja die Leute ja auch, weil sie denken, das Spiel ist ja kaputt. Ne? Das will ich damit sagen. Habe jetzt ganz lang gebraucht, um die Tangente zu kriegen. Ich hoffe, es kam rüber, was ich sagen wollte. Also nochmal zurück zum Thema. Also, ich würde sagen, am meisten Spiel macht mir ein Spiel, wenn ich das entdecke und diese Phase mit dem Kampf gegen die Regeln und das Regeln dann so hinter mir habe. Und dann das Spiel im Hinblick auf Strategien und Richtungen und das, was es bietet, so erforschbar vor mir liegt und ich das dann so entdecken kann. Dann macht es mir am meisten Spaß. Das kann man so zwei, drei, vier Mal spielen und dann ist es im Prinzip durchentdeckt und dann beginnt praktisch der Crunch, sodass man da im Kleinen besser wird. Und oft kommt dann so Erweiterungen oder so dazu, die das dann wieder durchmischt. Ne? Und es gibt Leute, die sagen jetzt das Gleiche, wie ich gerade gesagt habe, nur. Also 25 Mal musst du spielen. Ne? So. Und das wird hier am Tisch nie passieren. Aber wenn dann halt einer von den Spielern aufsteht, geht nach Hause und geht dann zu Boardgame Arena oder irgendwie liest einen Strategieartikel auf Boardgame Geek oder so, verkürzt er dann für sich selber im Wesentlichen diese Phase des Entdeckens, das will ich damit sagen, und des Entforschens des Spiels. Und bringt es den Tisch dann aus dem Gleichgewicht, wenn man sich zum Spielen hinsetzt, was den Spaß wiederum für die anderen Spieler mindert. Ja? Und man könnte ja dieses Problem der Ausgewogenheit am Tisch jetzt dadurch lösen, indem dann jeder online spielt und übt und Strategien liest. Aber das ist ja dann wie ein Wettrüsten. Ne? Und das ist nicht der Grund, warum ich Brettspiele spiele. Und es löst auch nicht das Problem der fehlenden Erkundungsphase, die man sich ja dann wegnimmt. Und deswegen, was könnte man jetzt da dagegen machen? Also klar, man könnte zu solchen Leuten sagen, du, ich spiele das mit dir nicht mehr, hab da keinen Bock drauf oder den irgendwie ausschließen oder so, ja. Aber wie könnte man es denn spielerisch lösen? Und es gibt ja so Optionen bei manchen Spielen, aber die wird ja eigentlich echt total vermieden, wie Teufels Weihwasser, so, nämlich das Handicap. Weil, also Handicap ist klar, oder? Also, dass ein Spiel praktisch in der Regel schon sagt, bist du ein erfahrener Spieler, dann starte mit 7 Ressourcen weniger oder so und du bist ein Anfänger, dann starte auf dem Feld A und krieg 3 Kühe extra oder irgendwie sowas. Und meistens wollen so Designer oder Spielemacher diese relativ ja, elegante Idee, würde ich schon mal sagen, die fasse die nicht an, weil da fühlt sich ein Spieler halt natürlich bevormundet, das ist schon klar. Und er hat auch das Gefühl, das Spiel nicht so richtig zu spielen, so wie es in die Regeln vorgesehen ist, sondern so eine Variante davon. Und Handicaps sind ja auch dazu da, die Lebensdauer von so einem Spiel zu erhöhen. Dass, wenn ich es schon so oft gespielt habe und mit neuen Leuten spiele, dass es für mich trotzdem herausfordernd bleibt und andere Leute auch eine Chance haben, mich zu besiegen. Ne? Und also mir fallen jetzt echt gar keine viele Spiele ein, die das machen. Ich weiß, dass Nations macht das zum Beispiel. Da gibt es ein Handicap, da gibt es verschiedene Startpositionen mit mehr oder weniger Rohstoffe. Aber das ist ein minimales Handicap. Der eine hat halt einen Felsbrocken und eine Goldmünze mehr, während ich das nicht habe. Und der hat dann die Chance, da ein bisschen schneller eine Engine laufen zu bekommen und ich nicht oder so. Aber das funktioniert gut. Aber es ist natürlich für die Person, die da absichtlich zurückgebremst wird, schon immer ein bisschen unbefriedigt. Ja? Und also, wenn euch jetzt Spiele einfallen, die das machen, immer her damit. So, jetzt habe ich so ein bisschen so kreuz und quer da durch geredet. Mir ging es einfach nur darum, dass, wenn mich jetzt einer fragt, kommst du zu mir, was spielen wir denn? Ah, wir spielen Scythe. Und alle schon ganz aufgeregt und begeistert und sage, wow, da geht es nicht darum, dass ich das Spiel nicht mag unbedingt. Ich würde es ja spielen. So snobistisch bin ich dann auch wieder nicht. Aber ich weiß, ich werde an dem Abend keinen Spaß haben. Also sage ich, nö, möchte nicht. Können wir nicht was Neues spielen oder etwas spielen, wo wir alle gleich scheiße sind oder so? Das ist das, was ich halt immer denke.
Und deswegen begrüße ich öffentliche Spieletreffs und so offene Gruppen oder neu gemischte Gruppenmitglieder eigentlich sehr, weil da kannst du dann praktisch das wieder auf Null setzen und das Spiel frisch und neu spielen. Und das finde ich immer schön. Muss man halt auch können und wollen. Oder halt, wie es hier in meiner Mittwochsrunde ist. Aber das ist eigentlich gar nicht, das ist nicht Absicht so. Das passiert halt, weil man so viele Spiele dann doch neue reinkommen, die man dann mal testen müssen. Deswegen kommt es nicht so oft vor, dass wir ein Spiel mehrmals spielen, schon gar nicht nach kurzen Abständen. Das einzige Spiel, was mir jetzt die letzten 2 Jahre einfällt, wo wir regelmäßig gespielt haben, ist Dune Imperium. Einfach A, weil es geil ist und B, weil es damals in der Pandemie kam und wir das online so gut spielen konnten mit den Dings. Da haben wir das viel gespielt. Aber ich behaupte immer noch nicht, dass ich das Spiel so durchdrungen habe, dass ich da absichtlich gute Strategien fahre. Ich spiele das meistens so vor mich hin und esse da Chips und so und dann mache ich irgendwelche Züge und dann wird dir jeden Feld weggenommen, das du willst und so. Und dann mach da immer einen guten Schnitt. Ich gehöre da immer zum vorderen 2 Plätzen oder so. Das kriege ich schon hin. Gewinnen tue ich aber nicht oft, aber es macht nichts. Es macht trotzdem Spaß. Und sowas läuft schon und vor allem irgendjemand Neues ist meistens immer dabei oder mal, oh, hast du die Erweiterung noch nicht gespielt? Komm, wir spielen die jetzt zum ersten Mal und dann macht man das halt. Und das ist ganz, ganz fluffig, aber es gibt so ein paar Spiele, die letzten Jahre so auf der Strecke geblieben sind. Deswegen, also ich kann die nicht mehr spielen, weil wenn jemand vorschlägt, das zu spielen und er hat da die große Big Box mit allem Trara drin, dann weiß ich, okay, das ist so ein Oberchecker, mit dem kannst du das nicht spielen. Und da lobe ich mir dann so Spiele wie Twilight Imperium, dass du einmal im Jahr spielst. Da haben wir alle das Problem. Aber wer von den Leuten spielt es dann einer die ganze Zeit online auf dem iPad oder sowas? Geht jetzt mit Twilight Imperium, glaube ich nicht, ne? Aber ich meine jetzt nur. Und das sollte diesen Leuten bewusst sein, wenn sie sagen, kommt, wir spielen das, dass das nicht geht. Oder sei das zu eng oder verkopft oder so. Aber dafür ist ja Meta da. Einfach mal wieder eine steile These in den Raum geschmissen, damit man drüber diskutieren kann. Und jetzt Kommentarfunktion unten. Gerne mal dazu sagen, was ihr so denkt. Ja. So ist es halt. Ne? Also, wollte jetzt einfach mal rausstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht, aber vielleicht ist es bei mir auch wieder komisches Sonderproblem oder so. Na, in diesem Sinne, ich trinke jetzt aus und ich gehe ins Bett. Macht's gut, bis dann, tschüss.